Dem Vermieter das Geld nicht mehr in den Rachen werfen, sondern in die eigene Immobilie investieren. Den Spruch hat sicherlich der ein oder andere von euch schon mal gehört, vielleicht sogar selber schon mal gedacht oder gesagt. Ich habe ihn auf jeden Fall schon sehr häufig gehört. Und wir werden das Thema heute mal genauer unter die Lupe nehmen. Ist die Miete mit der monatlichen Rate zur Baufinanzierung tatsächlich vergleichbar? Und das Ganze werden wir aus Sicht einer Bank uns mal anschauen. Also wie sieht die Bank eure Einnahmen, eure Ausgaben, eure Lebenshaltungskostenpauschale? Also wie rechnet die Bank das? Und wie rechnet die Bank die Bewirtschaftungskosten der Immobilie? Und am Ende werden wir ein konkretes Beispiel gegenüberstellen bei zwei verschiedenen Banken. Und da werdet ihr erstaunt sein, wie unterschiedlich die Banken das doch rechnen. Viel Spaß beim Video. Hallo und herzlich willkommen zu Baufinanzierung, Planen, Verstehen und Umsetzen. Und ich blende euch mal hier unsere heutige Beispielfamilie ein. Es ist ein realer Fall. Die Frau 37, der Mann 44, ein Kind, 3070 Euro Nettoeinkommen, 725 Euro Warmmiete, zwei Autos, keine Kredite, ein paar Versicherungsbeiträge, Bausparbeiträge, und die beiden wollten sich eine Bestandsimmobilie kaufen. Kaufpreis 380.000 Euro, haben 100.000 Euro Eigenkapital und finanziert werden musste 312.000 Euro. Und am Ende des Gesprächs, so gegen Ende, wo wir dann alles auseinanderklamüsert hatten, alle Zahlen analysiert hatten, habe ich die Frage gestellt: Könnt ihr euch eine monatliche Rate von 1.400 Euro fürs Wohnen aktuell ab nächsten Monat leisten? Und genau das war die Kernfrage. Die zahlen aktuell 725 Euro und hätten für die Lösung 1.400 Euro bezahlen müssen. Das heißt einmal die Kreditrate und einmal die Bewirtschaftungskosten der Immobilie. Und das möchte ich euch am Ende des Videos nochmal konkreter zeigen. Da entstanden natürlich viele Fragezeichen bei den beiden. Aber ihr werdet gleich im Laufe des Videos verstehen, wie diese Zahlen auch zustande gekommen sind. Und ich möchte mit euch mit Punkt Nummer 1 einsteigen. Was wird denn an Einnahmen angerechnet? Und als Einnahmen werden angerechnet natürlich das Gehalt, was ihr jeden Monat bekommt, ob ihr Angestellte seid oder ob ihr Beamte seid. Renteneinkünfte werden angerechnet. Einkünfte aus Nebentätigkeiten, das heißt beispielsweise ein 450-Euro-Job. Aber dieser 450-Euro-Job muss für die meisten Banken nachhaltig sein. Das heißt, ihr müsst mindestens 3, 6 oder 12 Monate in diesem Nebenjob schon arbeiten, damit diese 450-Euro-Stelle auch angerechnet wird. Kindergeld wird in der Regel angerechnet, Unterhalt wird in der Regel angerechnet und auch Mieteinnahmen. Mieteinnahmen meistens nur 50-70%. Und bei Selbstständigen ist zu beachten, dass ihr natürlich nicht eure Umsätze angebt, sondern das, was ihr tatsächlich verdient. Das erlebe ich immer wieder mal bei Selbstständigen, dass die so viel Geld verdienen, aber was tatsächlich zu versteuernes Einkommen ist und was nachher netto für den Selbstständigen übrig bleibt, ist in der Regel dann oft nicht so hoch. Ganz wichtig, hier guckt die Bank sich genau an, die letzten zwei Jahresabschlüsse, was habt ihr tatsächlich verdient. Dann kommen wir zu den Ausgaben. Welche Ausgaben werden angerechnet? In der Regel müsst ihr die Mietzahlungen angeben, die ihr aktuell zahlt. Ja, auch wenn die in Zukunft wegfallen. Das wird alles mit vermerkt, aber trotzdem müsst ihr die aktuelle Warmmiete angeben. Dann, wenn ihr aktuelle Kredite habt, Ratenkredite, dann müsst ihr natürlich die Kreditraten angeben. Unterhaltsverpflichtungen, Versicherungsbeiträge, private Krankenversicherung und sonstige Verbindlichkeiten. Ganz wichtig, bei den Kreditraten und bei sonstigen Verbindlichkeiten. Die Kredite bloß nicht verschweigen. Die stehen im Endeffekt in der Schufa. Und die Bank fragt eure Schufa ab. Das heißt, lasst es nicht unter den Tisch fallen und auch keine sonstigen Verbindlichkeiten unter den Tisch fallen lassen, denn die meisten Banken verlangen
Kontoauszüge der letzten 1 bis 3 Monate in der Regel. Und da sehen die ja, wenn da irgendwelche regelmäßigen Zahlungen immer wieder auftauchen. Und ich sehe auch oft solche Kontoauszüge von den Kunden. Und dann fällt mir auch relativ schnell auf, wenn irgendwelche unregelmäßigen oder regelmäßigen Zahlungen da drin sind, wo bei mir schon ein Fragezeichen entsteht. Da weiß ich, da entsteht beim Kreditsachbearbeiter auch ein Fragezeichen. Dann Punkt Nummer 3, welche Lebenshaltungskostenpauschalen rechnet denn die Bank? Was ist eine Lebenshaltungskostenpauschale? Pauschale für Essen, Trinken, Kleidung, Reisen, Fitnessstudio-Abo, Netflix-Abo, alles allgemein, was man so in der Freizeit macht. Und da rechnen die Banken Pauschalen an. Und wichtig bei dem Thema ist, desto mehr Nettoeinkommen ihr habt, desto höher ist die Pauschale bei der Bank. Desto geringer das Nettoeinkommen, desto geringer ist die Pauschale bei der Bank. Und es kommt schon mal vor, in seltenen Fällen, dass jemand ein sehr hohes Einkommen hat, aber ein sehr geringe Lebenshaltungskosten hat. Da rechnet die Bank aber zumindest immer ihre Lebenshaltungskosten an. Das heißt, wenn ihr mal selber eine Aufstellung macht, was habt ihr denn an Lebenshaltungskosten im Monat? Das empfehle ich übrigens jedem, weil nicht jeder hat das direkt auf dem Schirm. Das erlebe ich auch immer wieder in Beratungen, dass ich frage ja, wie hoch sind denn eure Lebenshaltungskosten im Monat? Diese Frage kommt in jeder Beratung und man kann sagen, von 10 Beratungen haben das vielleicht 4 Leute direkt auf dem Schirm, weil die tatsächlich auch schon mal eine eigene Aufstellung gemacht haben. Macht es mal, es ist super interessant, einfach mal selber rauszufinden, wo fließt denn das ganze Geld im Monat hin? Weil am Ende des Monats ist kein, nee, wie heißt der Spruch? Am Ende des Geldes ist kein Monat mehr übrig, so war das doch. Ja, also was rechnet die Bank? Pro Person rechnet die Bank in der Regel pro erster Person zwischen 600 und 800 Euro. Jede weitere Person 200 bis 250 Euro Aufschlag. Das heißt, bei einem Paar rechnet die Bank in der Regel 1000 Euro an. Es kann aber sein, dass die Banken schon mal mehr anrechnen, dass die bis zu 2.500 Euro Pauschale hochgehen. Das ist nämlich abhängig von eurem Einkommen. Desto kleiner das Einkommen, desto geringer die Lebenshaltungskostenpauschale, weil die Bank weiß ja auch, wenn ihr weniger Geld zur Verfügung habt, könnt ihr weniger Geld auch ausgeben für euer Leben. Wenn ihr mehr zur Verfügung habt, legt ihr auch automatisch mehr Geld aus. Es ist nicht in jedem Fall so, aber es ist in den meisten Fällen so. Pro Kind wird in der Regel 350 Euro gerechnet. Da gibt es Ausnahmen. Einige Banken rechnen euch das Kindergeld nicht an und rechnen euch dafür aber auch keine Kinderpauschale mit rein. Das werden wir gleich in dem Beispiel auch sehen, weil ich euch genau 2 Banken mal rausgesucht habe zu unserem Beispielfall, wo das genau auffällt, wie unterschiedlich die Banken da rechnen. Und es gibt eine Kfz-Pauschale, das heißt pro privatem Auto rechnet die Bank 200 bis 250 Euro. Auch in diesem Fall wird der ein oder andere sagen, ja, aber so viel lege ich doch gar nicht für mein Auto aus. Die Banken rechnen Versicherungsbeiträge, Steuern, Instandhaltungskosten und natürlich auch Benzin. Und ja, bei dem einen kommt es nicht hin, aber bei den meisten kommt es dann doch hin. Die meisten Banken berechnen es, von daher lässt sich darüber auch nicht diskutieren. Dann kommen wir zum nächsten Punkt, nämlich die Bewirtschaftungskosten der Immobilie. Und da rechnet die Bank in der Regel zwischen 2 und 4 Euro pro Quadratmeter für die Nebenkosten, die ja grundsätzlich anfallen, Steuern fürs Haus, Versicherungsbeiträge, alle anderen Nebenkosten, die so ein Haus hat und Instandhaltungsrücklage, auch das rechnet die Bank pauschal in diesen 2 bis 4 Euro mit ein. Und ja, Instandhaltungsrücklagen oder allgemein das Thema Instandhaltung wird bei dem einen oder anderen vielleicht so ein bisschen schön gerechnet oder man hat es einfach gar nicht auf dem Schirm. Aber auch hier hatten wir jetzt in den letzten Monaten wieder enorm Baukostenanstieg. Das heißt, wenn Instandhaltungsmaßnahmen gemacht werden müssen, neue Fenster, neue Türen, neues Dach, das schlägt schon richtig ins Portemonnaie und dafür sollte man natürlich auch Rücklagen bilden. Und jetzt habe ich euch ja schon zu Beginn versprochen, dass wir uns 2 Fälle mal gegenüberstellen bei diesem Beispielfall. Denn ich hatte euch ja gesagt, 725 Euro ist die aktuelle Miete und die Kunden sollten 1400 Euro im Monat fürs Wohnen dann zahlen. Und das blende ich euch jetzt mal ein. Bank A und Bank B. Bank A sehen wir, die nehmen
als Einkommen, als Einnahmen rechnen die das Nettoeinkommen an, die 3070 Euro, aber nicht das Kindergeld. Ausgaben rechnen die an, einmal die Belastung aus dem Antrag, also die Belastung aus dem Darlehensantrag, die Kreditraten und die Bewirtschaftungskosten des Hauses, in dem Fall 260 Euro. Und da sind wir bei 1378 Euro. Ich habe das jetzt in diesem Beispiel auf 1400 Euro gerundet. Bei den Kreditraten habe ich mit 3% Tilgung gerechnet und wie man unschwer erkennen kann, der Mann ist schon 44, die Frau ist 37, die haben nicht mehr so viel Zeit, um auch bis zur Rente fertig zu werden. Wobei in der Berechnung oder in dem Berechnungsbeispiel schaffen die das auch gar nicht, bis zur Rente fertig zu werden. Und da kam natürlich die Frage, habt ihr die Möglichkeit, jetzt schon jeden Monat 700 Euro mehr fürs Wohnen zu bezahlen? Ja, die Kreditrate beträgt nur 1118 Euro, aber die Bewirtschaftungskosten des Hauses fallen ja trotzdem an und die muss man ja trotzdem zahlen, was die aktuell in der Warmmiete komplett drin haben, in den 725 Euro. Lebensunterhalt, was wird hier gerechnet? Hier setzt die Bank 844 Euro für den ersten Antragsteller, also für den Mann an und für die Frau nochmal 200 Euro extra. Das heißt, wir kommen auf 1044 Euro. Das heißt, laut dieser Bank ein Überschuss von 647 Euro. Und jetzt schauen wir uns mal eine andere Bank an. Die gestalten das ein wenig anders. Die nehmen das Nettoeinkommen, die nehmen das Kindergeld, aber bei den Lebenshaltungskosten haben wir 1954 Euro. Wie kann denn da so ein großer Unterschied entstehen zwischen den 1044 und den 1954? Die zweite Bank setzt zwar das Kindergeld an, aber die setzt natürlich dementsprechend auch die Kinderpauschale mit an. Die zweite Bank rechnet die beiden Autos mit rein. Die erste Bank fragt erst gar nicht nach den beiden Autos. Und dementsprechend sind die Lebenshaltungskosten bei der anderen Bank doppelt so hoch angesetzt. Dann rechnen die Versicherungsbeiträge und die Bausparbeiträge auch mit an. Rate aus dem Darlehen und die Nebenkosten des Hauses rechnen die auch höher an als Bank A. Und dann kommt am Ende unterm Strich ein Minus raus. Für die Bank minus 268 Euro. In dem Fall wird die Bank die Finanzierung gar nicht erst eingehen. Und jetzt seht ihr mal diese Unterschiede, was es da für Unterschiede gibt, wie die Banken rechnen. Aber natürlich muss man sich selber auch die Frage beantworten, kann und möchte ich das mehr aufwenden, diese Frage, dem Vermieter nicht mehr das Geld in den Rachen schmeißen, ist die monatliche Miete tatsächlich vergleichbar mit der Rate zur Baufinanzierung oder mit den Kosten, die auch so ein Haus mit sich bringt. Deswegen kaufen oder mieten, am Ende müsst ihr natürlich selber entscheiden, welcher Weg für euch der richtige ist, ob ihr das aus Lifestyle-Gründen macht oder um irgendwann keine Miete mehr zu bezahlen. Wir unterstützen euch bei der Baufinanzierung, damit ihr alles realistisch rechnet und euch das nicht schön rechnet. Wir schauen uns das gemeinsam an. Alle Informationen dazu, wie ihr eine Beratung bei uns bekommt. Per Videoberatung machen wir das Ganze, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das Ganze ist kostenlos für euch. Und wenn wir Kapazitäten frei haben, können wir auch euch beraten. Und jetzt sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao, ciao.